Heute besuchen wir ein paar Läden, um Schutzgeld einzutreiben. Zwei Restaurants und ein Motel draußen vor der Stadt. Bill vom Motel war beim letzten Mal spät dran, weil er ein paar Probleme hatte. Also zahlt er heute ein bisschen mehr. Du hast bestimmt gehört, wie Kriminelle mit Hilfe von Drohungen aus Unternehmen Kapital schlagen. So etwas tun wir natürlich nicht. Die Leute, die uns bezahlen, erhalten Dienste, die ihnen die Polizei niemals bieten kann. Letzten Monat zum Beispiel lösten Sam und Pauly hier in einem gemütlichen Restaurant ein schweres Gewaltproblem. Der Eigentümer ist froh, dass dort etwas derartiges nicht wieder vorkommen wird. Du fährst. Pauly und Sam machen die Kollekte. Reine Routine. Sagt Ralph, er soll euch ein Auto geben und dann los. Okay, Boss. Und wir beide nehmen einen Drink. Was meinst du, Frank? Geh zu Vincenzo und hol dir eine Waffe, rede mit Ralph und treibe das Schutzgeld ein. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Aufnahme bei einer neuen Folge. Es flackert hier und da ein wenig. Ich hoffe, das ergibt sich. Wenn nicht, muss ich vielleicht nochmal die Aufnahme starten. Keine Ahnung. So, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Please handle. Pick up paper. Es ist also... Pick up for... pick up. Okay, keine Ahnung. So, ein Grammophon, eine Zigarrenkiste. Der Herr raucht ja auch eifrig. Können wir reden? Wir haben beide zu tun, Tommy. Wir reden okay, später. Okay, können wir reden? Ich muss hier was erledigen, Tommy. Hab jetzt echt keine Alles Zeit. Alles klar, dann gucken wir mal. Ein Billardtisch. Wir sind das erste Mal frei in Salieris Bar unterwegs. Da haben wir die leckeren 2D-PNG-Whiskys und die Billardkös. Sehr schön. Und die Gäste sind hier und lassen es sich ordentlich gut gehen. Hallo, Luigi. Wir trinken nach der Sperrstunde einen zusammen. Alles klar, wenn du das sagst. Ich verlasse mich drauf. Okay, hier gibt's soweit nichts mehr. Dann gehen wir mal raus. Wir trinken mal was zusammen. Klar. Du musst los, sonst wird der Don sauer. Okay, okay. Ich merk schon. Da, der Ralphie. Mit dem sollen wir sprechen. Hey, Ralphie. Die Jungs und ich haben einen Job zu erledigen. Hast du was Fahrbares? Hey, Tommy. Ich hab noch das Baby hier. Hat an die 40 PS und läuft fast 60 Meilen Spitze. Na, dann lass uns das mal angucken. Was haben wir denn da für eine alte Schüssel? Ist nichts zum Angeben, aber läuft und man kommt leicht rein. Nimm einfach das kleine Baby hier und steck's da rein. Stocher ein wenig drin rum und wenn's klickt, ist er so, auf. So, ich, früher habe ich das nicht so ist eine zweideutig verstanden. Danke, Ralphie. So, und wir haben gelernt, einen Bolt B zu stehlen. Sehr gut, den nehmen wir sofort gleich, aber wir sollen auch zuerst mit Vincenzo sprechen, da steht's. Einfach so, ne, ist zwar Routine, aber wer weiß. So, da hinten haben wir wieder Pickup, da ist die Kiste sogar offen, cool. Hallo, Vincenzo. Hey, Vincenzo, ich brauche ein Schießeisen. Hi, Tom. Denke, das hier wird ausreichen, oder? Ja, wir warten mal, bis der Herr da. Dankeschön. Schätze, ja. Ich wollte ihn sowieso nicht benutzen. Aber immer besser, einen zu haben. Waffe wegstecken natürlich. Habe gerade keine Zeit, muss was erledigen. Alles klar. Wir gehen dann mal weiter. So, können wir die Tür wieder schließen? Tatsächlich. Voll geil. Ah, schön. So, und auf der Fahrt möchte ich euch das ein oder andere vielleicht sogar noch erzählen. Aber wir haben die Waffe. Wir haben das Auto. Und wir haben die Türen geschlossen, so wie sich das gehört. Und jetzt knacken wir zum allerersten Mal in unserem Leben ein Auto. Da ist der Bold Ace vom letzten Mal. Den hat er hier geparkt. Na gut. Dann lass uns mal rein. So, links und rechts gucken, dass keiner kommt. So, und da ist die Karre offen. Wir können einsteigen. Bolt Model B, Four-Door. Wir starten mal die Engine. Und warten, bis die Jungs einsteigen. Und fahren nach draußen. Und das Ding hat gleich schon einen ganz anderen Anzug als die Karre vorher. Reine Routine. Hier ist ein Speicherpunkt. Ach, Freunde. Okay. Zuerst fahren wir zu einem Restaurant auf Central Island. Na gut. Und wie ich gerade höre... Na, es ist... ich wollte... Genau, Tab. Ich wollte nämlich die Karte... Wir müssen nach Central Island rüber. Das machen wir doch gleich mal. Müssen wir hier langfahren. Und wie ich es fast schon befürchtet habe, habe ich
Die erste Folge ist jetzt mittlerweile hochgeladen und wird heute veröffentlicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie gesagt, was ihr da so zu sagt, aber egal. Auf jeden Fall ist das Ganze jetzt auf dem Weg. Ich habe es über Nacht hochgeladen und in der ersten Folge alleine keine Strikes bekommen, sondern so Copyright Claims. Also hat jemand Urheberrecht erhoben, die Leute von dem Lied eben. Und ja, viermal. Das Ganze hat keine großen Konsequenzen für mich eigentlich. Das heißt jetzt, dass die Werbung auf diesem Video schalten. Ich darf das nicht tun. Und das war's. Also das ist eigentlich eine relativ, zufriedenstellende Lösung nicht. Ich mache das eigentlich sehr, sehr ungern. Bei Fallout habe ich es damals auch sofort versucht zu umgehen. Habe es auch geschafft nach dreimaligen Versuchen, glaube ich. Aber ich habe überlegt, ob ich jetzt mache, ob ich jetzt die ganzen Stellen rausschneide und wie wir das auch immer machen. Ich habe aber, ganz ehrlich, die meisten Szenen, die rausgekitzelt wurden, sind die Videosequenzen, wo wir zum Beispiel das Geld, hier steht Polizei, deswegen können wir nicht über Rot fahren, wie zum Beispiel die Sequenz, wo wir das Geld bekommen haben von Sam nach unserer Taxiflucht und so weiter und so fort. An den Stellen, da hat mir diese, diese Claims, ich nenne sie mal Claims, diese Claims gegeben. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal versucht, aus dem Spieleverzeichnis selbst die Musik zu löschen, die ihr hier im Hintergrund hört. Die habe ich rausgelöscht, ich habe eigene eingefügt, in der Hoffnung, dass jetzt die eigene Musik läuft und die nicht mehr, weil ich nämlich auch jetzt, glaube ich, davon ausgehe, dass das hier auch alles quasi GEMA-Musik ist. Ich weiß es nicht genau, aber ist ja auch egal. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich wollte es eigentlich ändern, ging aber nicht. Und jetzt leben wir damit, solange ich da keine großartigen Konsequenzen davon trage, werde ich das auch einfach so weitermachen. Keine Ahnung. Normalerweise würde ich das nie machen, aber bei Mafia ist es mir das wert, einfach für das Spielgefühl. So, wir müssen hier hin. Stopp, hier ist es. So, Motor natürlich ausschalten. Und Pauli macht sich auf den Weg. Er läuft eigentlich wieder ganz normal. Hinkt nicht mehr, das freut mich. Obwohl, ja, ein bisschen hinkt er, glaube ich, noch, oder? So, auf jeden Fall geht er gerade in den Laden rein. Huch, warum steigen wir aus? Naja, mal kurz einen rauchen. Ne? Während er da drin ist, können wir uns schon mal einen rauchen. Okay. Na, Sam? Ich habe jetzt natürlich auch Angst, jedes Mal, wenn ich nicht über die Musik spreche, dass ich da... Wir werden sehen. Wenn ich irgendwann doch Probleme kriege, dann muss ich es halt mühsam jede Folge einzeln immer rausschneiden. Dann muss ich die erst hochladen, gucken, wo sind die Probleme, dann rausschneiden und lalala. Also, weil ich kann ja vorher auch nicht irgendwie eine Überprüfung machen lassen, sondern wenn ich sie hochlade und ein bisschen Zeit vergeht, dann überprüft YouTube das automatisch. Da kommt er mit einem Sack voll Geld oder einem Koffer voll Geld. Und jetzt fahren wir nach Hoboken in die Papiere. Alles klar. Wir starten den Motor und machen uns auf den Weg zu Giuliano Bridge. Die kennen wir ja jetzt zu Genüge. Naja, das war auf jeden Fall das Vorwort. Ja. Ich finde es leider schade. Also ich finde es echt schade. Aber wie gesagt, eigentlich so gesehen mag ich das zwar nicht, weil ich das gerne alles makellos natürlich auf meinem Channel haben möchte. Aber auf der anderen Seite, es ist ja nichts wirklich Schlimmes passiert. Und auf der anderen Seite kann ich jetzt damit ein ganz klein wenig Bad Guy, finde ich immer noch geil, die Biermarke, auf jeden Fall. Kann ich ein ganz, ganz kleines wenig, mein Gott, ein ganz klein wenig, warum kriege ich das nicht hin? Ein ganz klein wenig die Leute unterstützen, die diese Musik machen und mir quasi bereitstellen, ohne mir jetzt quasi ans Bein zu pissen. Sagen wir doch mal ehrlich. Sie lassen mich machen. Sie sagen selber, komm, wir schalten Video auf Werbung auf dein Video. Und dann ist die Sache gegessen. So kriegen die ein paar Cent, was die Videos auch immer einnehmen. Keine Ahnung. Und fertig. Ich denke, das ist ein ganz guter Deal. Ich kann damit super leben. Naja, eigentlich nicht, aber wie gesagt. Wir lassen es einfach mal so. Ja. Das wollte ich jetzt vorab mal sagen. Ich habe überlegt, machst du das jetzt, schneidest du das vor das Video. Aber ganz ehrlich, wir fahren ja ganz viel miteinander durch die Gegend, da brauche ich das eigentlich auch nicht vors Video schneiden, denn wir haben hier genug Zeit, um uns zu unterhalten. So, gucken, ob Polizei in der Nähe ist. Ich will jetzt nicht an jeder roten Ampel halten, wenn ich es nicht unbedingt muss. Ja, so. Da ist ein Schild Hoboken. Ich weiß gar nicht, ob es beim letzten Mal auch alles schon so geflackert hat oder nicht, oder ob das jetzt neu ist. Da läuft ein Polizist auf Streife. Aber das ist, ja.
So. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Schutzgeld eintreiben. Reine Routine. Sollte also weiter nichts Schlimmes passieren. Vorsichtshalber, natürlich hat man sich da nochmal so ein Schießeisen eingepackt. Der kluge Mensch also beugt vor. Da ist ein Polizist. Wir wissen das ja. So, überholen wir mal ganz fachgerecht. Mit dem Tempomat hier natürlich eingestellt, damit wir nicht zu schnell fahren. Denn das ist halt immer so, ne? Genauso wie, wenn du eine Leiche im Kofferraum hast und du von den Polizisten erwischt wirst, weil du ein kaputtes Rücklicht hast. Das ist einfach unüberlegt und dumm. Deswegen einfach an die Regeln halten, nicht einfach unauffällig verhalten. Und schon können wir unsere Sache doch eigentlich ganz leger durchführen. Ich mag die Musik ehrlich gesagt auch viel, viel lieber als die, die ich jetzt selber reingemacht habe. Aber naja, egal. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig gemacht, aber ich habe, naja, so, hier waren wir sogar schon mal in der Popeye-Bar. Hier ist es. Halt an. Alles klar, Pony. Motor aus, Sprit sparen natürlich. Die Musik, die ich selber eingefügt habe, die ist natürlich auch in dem Stil. Und ich weiß zum Beispiel, bei welchem Spiel war das? War das bei Battlefield Vietnam? Da konnte man ja auch sein eigenes Radio oder seine eigenen Lieder in diese Musikinterface mit einfügen. Und da musste man aber eine Liste aktualisieren, wo die Titel drinstehen. Und darüber hat sich das Spiel dann die Musik dann rausgesucht. Aber ich habe hier nichts gefunden. Ich finde es auch schade, ich habe die Musik rausgelöscht, wirklich, aus dem Ordner. Und sie ist trotzdem da. Also ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Aber egal. Vielleicht habe ich ja in der nächsten Aufnahme mehr Zeit dafür, mich da reinzufuchsen. Da kommt Pauli wieder. Hat also alles funktioniert. Jetzt genießen wir ein wenig Landluft. Wir fahren zu Clarks Motel. Alles klar. Dafür müssen wir nach oben. Das heißt, wir drehen. Ja, vielleicht habe ich dann ein bisschen mehr Zeit. Jetzt bin ich ja tatsächlich ein wenig... ja, nicht zur Eile geraten gewesen. Ich hatte schon genug Zeit heute Morgen, aber ich muss auch wieder aufnehmen, gerade auch in Bezug auf die nächste Woche. Ist immer noch für mich zeitlich begrenzt, dass ich nicht wirklich aufnehmen kann und deswegen muss ich hier ein wenig im Vorrat aufnehmen und ich will das Spiel auch aufnehmen. Ich habe gestern, war ja gestern die erste Aufnahme, wo mit dem Ausprobieren und so weiter und so fort. Und danach war Stream und ich hatte so Lust, Mafia aufzunehmen, aber eben wegen dieser Copyright-Sache und wegen dem Stream konnte ich das nicht. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass es endlich weitergeht. Ich habe so Bock. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen es werden. Ich kann vielleicht schon vorab sagen, dass diese Geschichte sehr, sehr umfangreich ist. Es wird eine lange Reise, glaube ich. Also natürlich nicht so lang wie Witcher und Co. Aber sie wird uns doch ein wenig begleiten. Und naja, ich bin erstmal jetzt wieder aus dem Drumherum-Erzählungsmodus. Bin ich jetzt erstmal raus. Lassen wir das und genießen einfach mal das Spiel in seiner Hülle und Fülle. So, jetzt wieder in den Tommy Angelo schlüpfen. So. Lieber reich und tot oder als arm und lebend oder wie war das? Okay. So, wir fahren einfach mal aus der Stadt raus, aus der Karte raus. Ich bin mal gespannt. Waren das jetzt die Leute, wo wir hinfahren, die uns ein wenig mehr Geld schuldeten? Waren die das? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hier ist eine Baustelle. Auch ein hübsches Detail, dass es hier einfach mal eine Baustelle gibt. So. Und normalerweise außerhalb der Stadt haben wir hier einfach einen Parkplatz mit einem Häuschen. Interessant. Nicht auf der Karte. Okay, wir sind raus. Normalerweise in der englischen Version oder in der Demo-Version, keine Ahnung, da war außerhalb der Stadt immer die Geschwindigkeitsbegrenzung nochmal höher gesetzt. So wie es ja auch hier in Deutschland ist, ne? Innerorts darfst du nur so und so viel, außerorts darfst du so viel. Hier ist das nicht so. Naja, egal. Egal, ist ja nicht schlimm. Karte können wir uns jetzt sparen, wir sehen sowieso nichts. Dann fahren wir einfach mal geradeaus. Wir folgen dem roten Punkt, der roten Kompassnadel. Die wird uns schon den Weg weisen. Und ja. Ich muss sagen, der Pauli, der ist mega sympathisch. So, yo, wir trinken uns ein. Und auch so ist der ein gutes Wort beim Chef direkt eingelegt für uns und sowas. Also den mag ich sehr. Sam ist da ein bisschen forscher. Aber ich glaube, im Grunde ist er ein guter Mann. Im Grunde seines Herzens ist er einfach ein schnaffter Typ. Und jetzt ein gewachsenes Volo von über. Wow, wow. Schön, Entschuldigung. Oh,
reine Routine. Warte hier auf uns, Tom. Wir sind gleich wieder zurück. Okay. Los geht's. Na gut. Und erstmal eine anzünden. Also als das Leben könnte ich mir eigentlich gefallen lassen. Ich meine, ich fährst ein bisschen rum, treibst ein bisschen Geld ein. Da ist doch nichts dabei. Wir machen das ja nur zum Wohle der Leute, haben wir gehört. Ich glaube, das wird was. Ob es Probleme gibt? Was? Zur Hölle?